Exodus aus der letzten IS-Hochburg im Osten Syriens. Ein langer Strom von Menschen verlässt das noch immer von den Dschihadisten gehaltene Dorf Barkus nahe der irakischen Grenze. Es sind verschleierte Frauen mit Babys auf dem Arm, traumatisierte Kinder und Verletzte auf Krücken. Mehr als 7000 Menschen sind allein in den vergangenen beiden Tagen aus Barkus geflohen, einem Dorf, das aus wenigen Dutzend Häusern besteht, die durch Tunnel verbunden sind. Das kurdisch-arabische Bündnis der syrischen demokratischen Kräfte belagert den Ort seit Wochen. Die Milizen sind selbst überrascht, wie viele Menschen sich dort aufhalten. Immer wieder werden die Angriffe unterbrochen, um es ihnen zu erlauben, das Dorf zu verlassen. An Checkpoints wurden bereits hunderte mutmaßliche Kämpfer der Dschihadisten unter den Flüchtenden festgenommen. Unlängst konnten aber auch 7 jesidische Kinder das Dorf verlassen. Sie waren von den IS-Kämpfern entführt worden.